Hallo, ich stelle euch heute mal hier den neuen Rockstar Rocker Boss vor. Wie ihr sehen könnt, das Chassis hier ist alles ähnlich wie beim alten, also gleich geblieben. Aber der neue hier muss 10 Dezibel mehr Leistung bringen, wie sie schreiben. Ja. Hier hinten die Anschlüsse, wurde alles verbessert. Nicht mehr so viel Spielerei wie beim ersten Modell. Hier unten ist die Batterie verbaut. Ein Kinderspiel, Deckel auf, Batterie rein, anstecken, fertig, los. Kein Thema. Jetzt müssen bloß noch die Rollen montiert werden. Hier hat man einen Anschluss für die Batterie, Autobatterie externe. Aber braucht man eigentlich nicht, weil der neue Akku hier soll jetzt irgendwie 20 Stunden durchgehend Musik liefern. Bin ich mal gespannt. Naja, hier mit diesen zwei Boxen kannst du noch zwei Boxen einmal rechts und links betreiben und man kann das ergiebig erweitern. Habe ich auch schon getestet mit den alten. Da haben wir richtig die Bude rocken lassen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie das gehämmert hat. Zwei solche Dinger hier. Das ist schon der Hammer. Echt, die Box ist echt der Hammer. So, hier oben hast du einen Master Volumenregler, wo du die ganze Sache regeln kannst, wie laut das Ganze abgespielt werden soll. Hier hast du dann ein Mikrofon, Kopfhörer an, wo du dann praktisch reinhören kannst. In jeden Kanal kannst du dann praktisch reinhören. Hier kannst du reinhören und kannst es dann hier unten mit dem Schieberegler überblenden. So, ich bin echt mal gespannt. Hier könnt ihr noch mal von vorne sehen, gegenüber den alten, keine Veränderung, ne? Aber ich, wie gesagt, ich bin echt gespannt. Ich werde mal das Wochenende mit dem Kollegen testen, richtig, in der Halle, weil hier zu Hause, da haben die Mieter was dagegen, weil wenn ich das Ding hier voll aufdrehe, dann rockt das Haus. Jo. Das Ganze kostet an der 1000 Euro. Ne? Ja, aber ich sag mal, es ist sein Geld wert. Wir haben den schon mal, den alten, getestet im Sommer. In 1 Kilometer Entfernung hast du immer die Musik gehört. Und da war noch nicht mehr voll aufgedreht. Also, das Ding hier ist auf jeder Party einfach der Brüller, kann ich euch sagen. Weil, wenn du mit dem Ding ankommst, ne, da drückst du jeden anderen weg, der hier DJ-Anlage aufbaut, hier mit Boxen und so. Das Ding ist echt der Hammer, echt. Das kann ich euch echt empfehlen. Ja, ich bin schon gespannt, ey. Im Sommer, wenn die Partys wieder losgehen, dann werde ich das Ding öfters präsentieren. Tja. Das war's auch schon, also. Wer das Ding kaufen will und nicht weiß, ob ja oder nein, also ich von meiner Seite her, ich kann nur sagen, mega, kauft euch das Teil, der 1000 ist es echt wert. So, ciao.